Lege oder setze dich ganz bequem hin, so dass es sehr angenehm für dich ist und warm. Und gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Verfolge mit deiner Aufmerksamkeit deinen Atem, ohne etwas zu verändern. Und vielleicht spürst du, wie du mit dieser Veränderung des Fokuses ruhiger wirst. Warum auch immer. Lassen jetzt auch die Muskeln los. Alle Muskeln lassen los, die großen und die kleinen wie Gummibänder, die du loslässt. Und merkst, vielleicht wie du schwerer und schwerer wirst. Immer schwerer. Wenn du tiefer und tiefer gehst, immer tiefer und tiefer. Was dir gut tut. Und wenn du zur Ruhe kommen möchtest, versuchst du vielleicht abzuschalten. Und wie du weißt, ist dies manchmal ganz schön schwer, alles andere als einfach. Aber um die Kleidung auf deinem Körper zu spüren, brauchst du nicht abzuschalten. Denn nicht abschalten zu müssen, heißt, etwas laufen lassen dürfen, während du jetzt einfach nur hier sitzt oder liegst. Angenehm, schwer und wohlig warm. Und noch an der Oberfläche des Alltags bewegt sich deine geistige Aktivität mehr. Oder weniger. Und deine Muskeln lösen sich mehr und mehr.
es so angenehm ist. Und ich möchte dich nun bitten, in Gedanken, in deiner Fantasie, jetzt in deinem Körper zu schauen, wo es einen Schalter gibt, so eine Art Sicherungskasten, wo ganz viele Schalter sind. Schau jetzt in deinem ganzen Körper nach, ob du so einen Schalter finden kannst. Vielleicht im Gehirn, vielleicht im Brustkorb, im Bauch, im Po oder in den Beinen, ganz gleich, wo du ihn findest. Die Stelle ist richtig für dich. Nimm dir Zeit. Und wenn du diesen Kasten gefunden hast, dann kannst du in deiner Vorstellung probeweise verschiedene Schalter bewegen. Probier sie mal aus und schau, was passiert. Wenn du diese verschiedenen Schalter ein- oder ausschaltest. Und irgendwann findest du vielleicht den Schalter, der die Hektik des Alltags ausschaltet. Dann wird es stiller in dir. Und wenn du ein Weilchen weiter suchst, ruhig, auch unbewusst, während du etwas Ruhe genießt, ruhig, auch bewusst, die jetzt allmählich näher kommt. Natürlich mit Geduld und Ruhe weitersuchst. Während du einfach hier nur liegst oder sitzt, angenehm schwer und wohlig warm. Vielleicht auch schon ein Gefühl der Leichtigkeit spürst und dich mit dem Ausatmen tiefer sinken lässt.
in diesen Moment hinein. Dann findest du in deiner Vorstellung vielleicht den Schalter der tiefen Gelassenheit. Unbewusst. Der wirklich tiefen Gelassenheit. Mit all dem, was dazugehört. Nicht nur so ein bisschen gelassen sein, wenn es der richtige Schalter ist, dann breitet sich eine rundum tiefe Gelassenheit aus. Wie du sie kennst. Die optimale Grundlage für tiefe Erholung und für die Lösung von Problemen ganz nebenbei. Vielleicht beginnt die Gelassenheit im Nacken, in den Schultern, die du hängen lässt. Mit dem Ausatmen loslassen. Warm und locker. So, als würde an einem schönen Urlaubstag die warme Sonne darauf scheinen. Warm und locker. Hängen lassen dürfen. Oder die Gelassenheit beginnt im Bauch mit Wärme, im Rücken, oder auch woanders. Breitet sich von dort, wo sie schon ist, überall hin aus. Ruhig. Und gelassen. Kennst dieses Gefühl gut? Hast es schon manchmal genossen?
Auch deshalb wirst du dich jetzt daran erinnern. Auf der richtigen Ebene. Und es zulassen können. Ein Stück weit. Eine wirklich tiefe Gelassenheit. Die einhergeht mit angenehmer Schwere oder Leichtigkeit. Mit wohliger Wärme. Und reinigender Kühle. Hier und da. Immer geschützt. Von dem für dich richtigen Maß an Kontrolle. Was du brauchst, um sicherer zu sein. Und sei es nur für einen Moment, tiefe Gelassenheit, verbunden mit heller Freude. Tief in dir, mit starkem Lebensmut und der Lust zu leben. Und dem Wunsch und der Fähigkeit, dieses Gefühl sich ausdehnen zu lassen. In dir, tiefe Gelassenheit, und die Eile verliert ihre Geschwindigkeit. Ihre Macht wird farblos, unbedeutend und leise. Weil eine positive Kraftquelle in deinem Bauch Wärme spendet. Pulsierend erwärmt sie dich von innen. Orange oder gelb, vielleicht auch in einer anderen Farbe. Sie hat Verbindung in jede Zelle deines Körpers. Wenn du mit einer tiefen Gelassenheit
aus der richtigen Entfernung. Ein Problem anschaust, dann erkennst du das aus der Erfahrung, weil es dann an Bedeutung verliert, es sich auflöst, sich verändert. Zerfällt. Wie Schnee in der warmen Sonne verwandelt sich manchmal in seine Lösung, oft unerwartet, oder birgt in sich die Lösung selbst, die in der tiefen Gelassenheit offenbar wird. Und so kannst du den Moment genießen. Diesen einen neuen Moment genießen. Ohne abschalten zu müssen. Einfach nur da sein. Sich spüren. Vielleicht angenehm schwer oder leicht. Und wohlig warm. In ausreichend tiefer Gelassenheit. Und bringst Gelassenheit mit im Körper. In deinem Verstand und auch in deinen Gefühlen. Während du dich nun in deiner Geschwindigkeit ganz langsam wieder zurück in den Raum orientierst und mit jedem Atemzug frisch und klarer ausgeruht.